Was geht ab, YouTube? Wir schauen uns Pumping Monkey an. Lachflash, sein Vater. Das ist mit... ich hab vergessen, wie die heißt, Digga. Aber sollte ein lustiges Video sein. Wir gehen auf jeden Fall rein. So, wir gehen rein. Also, eine Frage an euch beide. Aussehen oder Charakter? Wer möchte anfangen? Nicht die meisten. Ah, ey, guck mal. Wisst ihr, dass wir da gespendet haben, Chat? Genau für ihn haben wir gespendet. Wir haben 1000 Euro für ihn zusammengekratzt. Okay, Leute, jeder von euch kennt dieses Gesicht. Okay. Die meisten von euch natürlich kennen das Gesicht. Der kleine Junge braucht unbedingt eine Spende. Es geht da überall auf Instagram sein Name. Ihr könnt auf Instagram gehen. Warum ich das sage? Meine Videos Albo gucken Kings, am vielen, Tag, wenn es gut läuft, über 100.000 Menschen. Und wenn von diesen 100.000 Menschen jeder nur pro Person 10 Euro spenden würde, würde der kleine Junge das natürlich schaffen. Und ihm bleibt auch nicht mehr so viel Zeit. Er leidet unter einer Krankheit, das nennt sich SMA. Ich sag euch auch, warum ihm keine Zeit bleibt. Ich habe mich ja da informiert. Nachdem wir 1000 Euro gespendet haben, ja, war ich da voll drin. Ich habe ja auch davor schon für ihn gespendet. Privat, egal wie viel. Aber privat habe ich auch schon für ihn gespendet. Das ist so, es geht um eine Spritze, die er bekommt. Ein Heilmittel für diese SMA Typ 1. Und es ist wichtig, ihm das Heilmittel zu geben, bevor er über 13 Kilo wiegt. Wenn er über 13 Kilo wiegt, ist es schwerer, ihn zu behandeln. Anstatt wenn er, also unter 13 Kilo ist es besser. Und jetzt ist die Zeit, die läuft ab. Okay, er nimmt immer mehr zu, weil er immer größer wird, ja. Und wenn es nicht in der Zeit passiert, wo er unter 13 Kilo wiegt, dann müssen die Eltern ihn hungern lassen. Dann darf er nichts mehr essen, damit er unter 13 Kilo bleibt. Wisst ihr, was ich sehr, sehr, sehr traurig und schade finde? Aber warum kostet eine Spritze so teuer? Darauf komme ich auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Spritze kostet 2 Millionen, ja. Warum kostet die Spritze so viel? Bruder, wir sind heutzutage in einer Gesellschaft angekommen, ja. Wo Gesundheit Geld kostet. Wie ekelhaft die Welt geworden ist. Jenny, es ist ein Medikament, wie jedes andere Medikament, okay? Aber da die Krankheit so selten ist, aber guck mal, ich mache euch ein Beispiel, okay? Dann versteht ihr das vielleicht viel, viel leichter, okay? Ihr habt ein Kind, ja? Ihr müsst euch auch da reinversetzen. Oder ihr denkt euch einfach, meine Eltern, ja? Was würden eure Eltern für euch tun? Oder was würdet ihr fürs Kind tun? Alles, richtig oder nicht? Ihr würdet alles fürs Kind tun. Richtig oder nicht? Oder für eure Eltern würden für euch auch alles tun? Ja oder nein? Alles. Du würdest für dein Kind in den Knast gehen, du würdest für dein Kind alles. Jetzt, so Pharmakonzerne und so, die denken sich, okay, wenn du alles dafür tun willst, das kostet 2 Millionen. Und ich meine, die Leute, die diese Medikamente anbieten, Digga, meinst du, die stört 1 oder 2 Millionen weniger? Weißt du, wie viel Geld die auf deren Konten haben? Die haben Milliarden von Euro, Milliarden, Dollar, Milliarden Euro, Milliarden Yen haben die. Die stört das doch gar nicht. Und wisst ihr, was noch trauriger ist? Digga, wie viel reiche Menschen gibt es, die unzählige Millionen haben, Milliarden haben? Nicht nur aus Deutschland, ich rede auch in Amerika, Google, Tesla, Leute aus Saudi-Arabien, die Ölscheiche sind. Die, wie viele Milliarden Euro haben diese Menschen? Warum spenden die nicht? Gerade an so einen Jungen, Digga. Warum spenden die nicht? Digga, das ist krass. Elmohim, die Zeit läuft ab, okay? Er muss unter 13 Kilo wiegen, sonst ist die Behandlung mit der Spritze einfach nur schwer. Und darum versuchen die jetzt auf ganz Krise, dieses Geld einzunehmen auf schnell. Ja? Das ist so das, was man zu dem Ding sagen kann. Soll das ins Video? Ja, mach das ins Video, damit vielleicht auch eins oder zwei Leute, die hier drinne sind vielleicht. Oder, guck mal, es gibt vielleicht den einen oder anderen hier, der ein bisschen mehr Geld hat, ja? Oder spende ein bisschen. Guck dir Videos von ihm an. Spende ein bisschen, wenn du möchtest. Wenn nicht, möchtest du nicht. Aber wie viel fehlt noch zum Ziel? Aktuell fehlen noch so 800.000, 700.000. Ich muss mal kurz auf der Instagram-Seite von ihm gucken. Ich glaube, die haben gerade 1,46 Millionen. Denen fehlen noch 787.000 Euro fehlen denen noch. Ja? Oder alleine eine Fußballmannschaft, alleine Eintracht Frankfurt könnte das zahlen. Die zahlen für Fußballer 20 Millionen, Digga. Und die können nicht ein Menschenleben retten, Digga. Das ist schon sehr, sehr, sehr traurig. Die zahlen für einen Fußballer, der nach 2 Jahren geht, Digga. Aber nicht für so einen armen kleinen Jungen, Digga. 700.000 ist machbar, Bruder. Walla ist machbar. Walla ist machbar. Egal. Wir schauen rein auf jeden Fall. Lachflash, sein Vater.
Vielen, vielen Dank, Bruder. Ey, wir fühlen uns gerade mit diesem Move voll, was Kameramann gerade gemacht hat, oder? Ja, normal. Ja, normal. Also bevor wir überhaupt mit dem YouTube-Video anfangen, und zwar ist es hier heute sehr lustig, weil ich trage meine Jacke, Alert, er trägt meine Jacke, sie trägt seine Jacke. Mir ist kalt geworden. Was geht ab, Bruder? Nix, bei dir? Wie läuft das Leben? Perfekt, Alhamdulillah. Baba. Baba? Ja. Was hast du gemacht, seit wir uns nicht mehr gesehen haben? Ja, chill, normal halt. Diese Bitte hat alles auseinandergenommen. Es ist kalt geworden, man kann sich nicht fresh anziehen und so. Man muss immer zu Sahara. Bruder, diese Frankfurt-Deutsch. Ey, erschreckt euch nicht. Sie redet normal. Jani, das ist Frankfurt-Akzent. Also bitte nicht erschrecken und nicht die Huda beleidigen. Das ist Frankfurt-Deutsch. Ramada anziehen, diese Kälte melte. Kriegst du sogar Handschuhe heute? Ja, Mann, mir ist kalt geworden. Normal. Ich habe mir neue Nägel gemacht. Checkt ab. Diese Chanel, mal Chanel. Perfekt. Was sind das für Nägel? Sind Genägel. Was hast du dafür bezahlt? 80er. Wow, läuft bei dir. Was geht ab, Shari? Nix bei dir, alles klar. Hey, die beiden sind auf jeden Fall fresh heute. Okay, Leute, ich hab mir was richtig Geiles überlegt mit den beiden. Und zwar habt ihr die... Wallah, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, gell. Ehrlich! Jeder und für sich, ehrlich! Bruder, willst du mir sagen, der ist 20, Digga? Ich schwöre auf meine Mutter, er sieht aus wie 48, Digga. Wallah, er sieht aus wie 48, Bruder. Er sieht aus wie mein Onkel aus Tunesien. Wenn er Zähne aufmacht, alle Zähne weg wegen Kaffee und Zigaretten, sagt er mir. Wallah, er sieht aus wie 48. Der ist niemals 24 oder 25 Jahre alt. Digga, ich bin 27. Ich. Guck ihn an. Ich liebe ihn. Er ist sympathisch. Ich liebe ihn. Wallah, ich liebe ihn. Aber er sieht aus wie 48. Die Fragen gestellt. Ich habe die Fragen hier. Ich lese euch die Fragen vor. Ihr beantwortet sie. Okay? Okay. Okay. Fangen wir an. Okay, Huda, Frage an dich. Ist die Perle ein Flüchtling? Wer ist eine Perle? Wer ist die Perle? Du. Ob ich ein Flüchtling bin? Nein, ich bin kein Flüchtling. Ich bin hier in Deutschland 4,5 Jahren. Wie alt sind die beiden? Ich bin 26. 18. Walla, geil. Bist du einfach... Nein, ich bin in Deutschland 4,5 Jahren. Was wollt ihr mal werden? Was meinst du? Also? Medizinische Fachangestellte. Nein. Ihr müsst euch dieses Gespräch bei Arbeitsamt vorstellen. Oder ihr müsst euch dieses Gespräch bei Arbeitsamt vorstellen. Ja, was wollen die denn mal werden oder in der Schule? Was meinst was, du? Was, Bruder? Medizinische Fachangestellte. Why? Warum? Weil es meine Schwester auch macht und die hat mir vieles davon erzählt. Und also interessierst du dich dafür? Ja, normal. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Schaffst du? Normal. Wenn man will, man schafft alles. Ich kann Millionär werden. Huda ist auf jeden Fall Deutschlands neue Unterhaltung. Vertraut mir, Leute. Oder? Ja. Normal alle. Also, eine Frage an euch beide. Aussehen oder Charakter? Wer möchte anfangen? Oder Charakter. Beides muss sein. Also, so, der muss Jigo sein, ja? Er ist smart, der muss Locken haben. Spaß. Also, Charakter ist 50%, Aussehen muss auch 50, 40 geht auch, aber 50 besser. Wie muss dein Typ aussehen? Sag nochmal. Baba Marokkaner, selten auf Null, Baba Locken, Lacoste-Anzug. Bei dir? Bei mir normal, schwarzhaarige, so Südländer. Also Algerie. Algerie. Egal, Charakter ist wichtig bei mir. Aussehen. Algerie. Bisch. Oder? Bist du Gangster? Ja, normal. Oh, guck mal. Ola, ihr kennt Hisham El-Benzi nicht. Sie redet genau wie Hisham El-Benzi. Oder sie redet wie ABKs Ding. ABKs Onkel Hafid. Onkel Hafid. Wirklich interessante Fragen. Zwei Menschen sind am Ertrinken. Die eine liebt dich, die andere liebst du. Wen rettest du? Die mich liebt. Warum? Ja, weil am Ende hilft der andere und der zieht ab. Der geht andere Chaya knallen halt. Und der andere liebt mich, weißt du? Also der hat mich nur in Augen. Dann können wir heiraten und so. Ja, sahel. Was sagst du? Hast du die Frage verstanden? Nochmal. Zwei Menschen sind am Ertrinken. Die eine liebt dich, die andere liebst du. Wen rettest du? Diese, was ich liebe. Guck mal, du musst so vorstellen. Ich liebe dich, aber sie liebt dich nicht, ja? Und wir trinken gerade hier ins Wasser. Wen würdest du retten, ich oder sie? Sie. Warum? Weil. Warum? Jeder hat eine Meinung. Ja, du musst ja deine Meinung den Leuten teilen. Guck mal.
diese Person, was du liebst. Ich, zum Beispiel, ich liebe die, ja? Ja. Yeah. Aber du liebst doch sie. Ja. Ist so, immer, bei jedem. Yeah. Du hilfst du wirst ihr helfen, dann, wenn die diese von diesem Wasser raus. Ah! Ja, nochmal. Guck mal, du wirst die helfen, die kommt von Wasser raus und Safi, die kennt dich nicht mehr. Aber wenn du mich hilfst. Aber ich hab geholfen. Jetzt. Wenn du mich hilfst. Das ist meine Sache, ich helfe, ich bin hilfreich. Frankfurt so Bombensystem. Man. Ruhe, Bombensystem. Walla, Billa, Bombensystem. Nicht so Bombensystem, jeder ist. Man findet nur gute Leute. Gute Leute werden aus immer fertig gemacht, aber schlechte Menschen, beste Menschen, die werden immer gerettet, immer auf Nacken. Deswegen in Frankfurt agorant und ekelhaft. Man muss so mit den anderen umgehen. Was? Agorant? Agorant? Auf Nacken, deswegen in Frankfurt agorant und ekelhaft. Man muss. Habt ihr gehört, Chat? In Frankfurt agorant und ekelhaft. Also sei nicht so agorant. Wallah, das ist diese arrogant, agorante Leute, ich mag die gar nicht. Diese agorant. Yani, hört auf mit arrogant. Agorant. Man muss so mit den anderen umgehen. Einfach arroganten Algorithmus gemischt. Agorant. Sonst die checken nicht. Nacken, sagst du? Normal. Okay, ich helfe dir auch. Nein, nein, es geht nicht um mich. Es geht gerade um die Frage. Okay, was, warum sagst du Frankfurt? Ist egal, du Chaya Maya? Der hat was verstanden auch mit dem. Nein. Geil, Alter. Okay, die Frage beantworte ich mal mit. Ja. Also zwei Menschen sind am Ertrinken. Die eine liebt dich, die andere liebst du. Wen rettest du? Also ich mache mal jetzt so den schmierigen Oberschlauen. Wenn beide ertrinken, rette ich einfach beide, weil kein Mensch will, dass jemand ertrinkt. Jetzt alle voll süß in die Kommentare. Den hätte eigentlich er bringen sollen, aber irgendwie schwache Leistung heute. Ja. Zu wenig gegessen oder was? Nein, Leute, ich hab dir gesagt, ich bin. Ich fühle mich gerade so dumm gerade, Wala. Warum? War ich auch davor, aber ich meine so. Wie meinst du? Ja, warum, egal, scheiße. Du folgst ihnen nicht. Ich folg euch nicht, sagen die. Agorant, Digga. Pumpy Monkey ist Fem geworden, weißt du, ich meine. Agorant, Digga. Tupac Nummer 2.0 geworden. Ja, Fem geworden, der ist so. Agorant, Digga. Wenn ich mal Fem werde, ich würde den zurückfolgen. Nach diesem Video, ich folg den. Ja, okay. Okay? Tamam. Deal? Deal. Frage an Huda. Hat sie jemals ein Wörterbuch gesehen? Wörterbuch? Ja, natürlich. Aber ich habe immer so Schwierigkeiten mit dieser deutschen Sprache. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Also für 4,5 Jahren habe ich von vielen gehört, ich kann so gut Deutsch sprechen. Und ich bin froh dafür halt, weil es gibt auch Leute, die gar nichts können. Voilà. Du bist seit 4,5 Jahren in Deutschland? Ja. Und die Sache ist, guck mal, passt auf jetzt, okay? Eigentlich hätte sie richtiges Deutsch gelernt. Voila, sie wäre krass, was Reden angeht. Aber die hat falsch Deutsch gelernt. Die hat Frankfurt-Deutsch gelernt. Und Frankfurt-Deutsch ist nicht richtige Deutsch. Die hat einfach eine andere Sprache gelernt. Boah, stell dir mal vor, die geht so nach Dresden. Entschuldigung, brauchen wir einen Dolmetscher hier? Das, mit der Zeit, es wird sich auch verbessern. Und meine Ziele, also die Ziele, die ich erreichen will, ich muss nicht unbedingt gutes Deutsch sprechen können. Also für Frankfurter Verhältnis ist es sehr gut. Englisch zählt auch. Ich kenne auch fremde Sprachen. So, muss auch denken, ich kann auch andere Sprachen. Sag mal so, ist doch egal. Du verstehst mich, ich verstehe dich. Normal. Guck, that's. Normal. Mein Vater war. Zitat Ende. Meine Mutter Deutsche. Ich kann 80 Sprachen. So viele reden. Was? Ich kann 80 Sprachen. Wie alt ist der? 26? Und er kann 80 Sprachen. Lass mal kurz rechnen, wie viel er jedes Jahr gelernt hat. Er hat jedes Jahr 3,2 Sprachen gelernt. Im Jahr lernt er drei. Safi, ich lerne heute Burkina Faso, Lingala und Bulgarisch. So viele reden, zu Hause sitzen, schreiben, der ist das, ob der kann das, der kann das, der kann. Ich kann alles machen. Was soll ich machen? Kannst du auch Teller spielen? Kannst du die Wäsche machen? Kannst du wischen? Kannst du. Alles, alles. Ja, ich kann auch. Echt? Normal. Was mit zu Hause zu tun hat, ich bin eins. Number one. Seit 14 Jahren, ich bin alleine. Ich mache alleine alles. Ja, ganz ich war mit Eltern, aber trotzdem, ich habe alles. Krass, 26 minus 14. 12 Jahre, seit 12 Jahren ist er alleine. Also wo er 12 Jahre alt war. Er hat ja gerade am Anfang des Videos gesagt, er ist 26. Normal. Ja, aber du bist Gangster geworden in Frankfurt. Ich will eure Meinung hören. Ewa, schreibt den Kommentar. Geht Huda noch zur Schule? Ja, aber bin Corona
Na, jetzt ist alles gestopft. Ich muss in diese, wie heißt das nochmal, in diese Laptop, ich habe so ein Laptop bekommen, so ein iPad. Laptop. Und dadurch machen wir iPad. In diese Laptop, ich habe so ein Laptop bekommen, so ein iPad. Und dadurch. Sick, dir, Bruder, hört auf, Mann, Digga. Schule ist gestopft. Ich habe so ein Laptop bekommen und so ein iPad. Walla geil, Digga. Guck mal, wie heißt das nochmal? In diese Laptop, ich habe so ein Laptop bekommen, so ein iPad. Und dann machen wir. iPad, Digga. Kennt nicht iPad, Digga. Okay. Jeden Morgen, 4-5 Stunden. Frage: Was ist bei Jungs für Huda zu pervers? Was meint ihr damit? Weil du zu meinen Schuhen zum Beispiel gesagt hast, zu pervers. Also damit meine ich diesen. Cool, krass. Ja, was meinst du, was noch zu pervers ist? Die sind krass, die Schuhe sind krass. Okay, ich habe jetzt mal so Fragen an euch. Ich werde zwar die Fragen noch weiterstellen, aber ich habe jetzt mal so Fragen an euch beide. Die Frage, ich habe eben eine Frage gelesen, ob du je eine Freundin hattest. Hattest? Ich habe 5 Jahre Beziehung gehabt. Warum nicht mehr? Und ich war glücklich. Ich war Beste auf der ganzen Welt. Ja? Ja, jetzt seit 3 Jahren bin ich Single. Oh, da ist immer noch jemand verliebt, oder was? Auf jeden Fall. Also wenn dein... Okay, was? Ich habe dich unterbrochen. Das war jetzt gerade sehr wichtig. Mach nochmal. Fang nochmal von neu an. Ich weiß, vielleicht sie sieht mich, vielleicht nicht. Wenn du mich siehst, schreib mal. Lass uns noch einmal... Dann würde ich für dich die Welt umdrehen. Was soll ich sagen jetzt? Was sagst du dazu? Ja, Digga. Süß? Ja, süß. Ja. Was soll das so sagen? Du hast 5 Beziehungen. Was 5 Beziehungen? Ich habe gesagt, eine Beziehung. 5 Jahre war ich in einer Beziehung. Wie viele Beziehungen hast du insgesamt? Ein. Eine? Eine. Und Huda? 2. Die musst du erst mal erzählen. Der ist ein cooler Kerl, Digga. Ich schwöre, er ist ein cooler Kerl, Digga. Irgendwie mag ich den, Digga. Ich schwöre auf alles, ich mag ihn. Er kommt schon sympathisch rüber, der Typ, oder? Immer, der sitzt immer hinten und der redet immer seine Dinge, so wie er sagt, seine Weisheiten und so. Ist schon ein Baba-Typ, Digga. Ihr euren Ex, eure Ex-Freundin zurücknehmen. Oha, die gute Frage. Ja. Ja, warum? Weil ich noch Gefühle habe. Ja? Ja. Was wäre deine Message an ihm? Die Linse ist er. Ich noch Gefühle habe. Ja? Ja. Was wäre dein... Guck mal, wie er so guckt, Digga. Guckt so ins Freie, Digga. Philosophiert so, Digga. Ich weiß nicht, aber da passt diese Bollywood-Musik im Hintergrund, Digga. Irgendwie passt das. Wie Pumping die immer einblendet. Das passt einfach, Digga. Deine Message an ihm. Die Linse ist er. Keine Ahnung. Ich bin selber gerade sprachlos. Wenn ich den liebe halt, weil... Es ist schwer heutzutage Liebe zu jemanden zu finden, der, wo man Gefühle aufbauen kann. Wie heißt Huda auf Insta? Folgt mir alle auf Insta. Genau, wir wollen Huda muss Fame werden. Ich muss nicht, aber ich will es mal lieben, Fame zu werden, so wie man sich anfühlt. Jeder soll mich erkennen. Ich will auch wie Tupac sein, weißt du? Ich will auch andere Leute nicht folgen und daheim. Ihr wisst, was ich meine. Das war echt unterhaltsam. Voila, das war sehr, sehr unterhaltsam. Cooles Video, Digga. Einmal einen Daumen nach oben.